Ja, will keiner anfangen? Dennis, fang du doch mal an mit dieser tollen Anmoderation. Ja, liebe Leute, wir sind hier im wunderschönen Truck. Wir fahren heute durch das wunderschöne Blaine County, gelegen in Blaine County, San Andreas. Und gerade während wir diese Folge aufnehmen, gewittert es wieder in Deutschland hier um 2, 3 Uhr nachts. Mit dabei sind der Saraza, der PZ, der Currywurst, der Benny und meine Wenigkeit. Und wir machen einen kleinen Roadtrip zu der nächsten Challenge. Der Curry holt uns dann nachher mit dem Hubschrauber ab. Hammergeil, ja. Und das zeigt natürlich wieder die Stärken von Grand Theft Auto 5 oder überhaupt die GTA-Serie. Da fliegt einer mit dem Helikopter, einer fährt mit dem Truck und der andere fährt mit dem Panzer durch die Gegend. Finde ich sehr cool bei dem Spiel. Und ja, wie findet ihr denn Blaine County eigentlich? Muss sagen, der Truck fährt sich voll gut. Ja. Den haben wir eigentlich noch nie wirklich gezeigt, ne? Weil der so weit weg ist und so. Und mit dem sind wir kaum rumgeguckt. Deswegen wieder nach 200 Folgen findet man immer noch. Neuheiten sind es jetzt nicht richtig, aber es ist schon was Lustiges. Easter Egg, bevor ich's, links von uns ist so eine Fläche. Da steht auch so ein Transporter. Da kannst du in der Singleplayer-Mission. Ja, ich habe gerade die Kamera gedreht. Ja, da gibt es, so geil aus, da gibt es bestimmte so Aufträge, Drogenaufträge und so weiter. Die so random dann da sind. Das ist ziemlich interessant. Gibt's auch mit Heisenberg, glaube ich. Ja, weil... Yeah, grind. Und... Nice. Wie viel passen überhaupt hier in diesen Truck rein? Keine Ahnung. Ja, weil er erinnert mich gerade an so einen griechischen Busfahrer. Würde ich ja gerne mal ausprobieren. Sieht so geil aus. Ich drehe manchmal die Kamera um die Bilder auch einzufangen, weißt du? Deswegen fahre ich hier ein bisschen chaotisch. Ja, der Sonnenuntergang ist sowieso super hübsch hier. Aber das ist gar nicht in Los Angeles, glaube ich, so, oder? Dass dahinter so ein riesen Wüstengebiet ist. Und boah, so geil. Doch, klar. Ja? Natürlich, wenn du nach Vegas in die Richtung fährst, kommst du ziemlich schnell in eine Wüste. Ja, auch sowas wie Blaine County, wo kleinere Städte dann sind und sowas? Ja, klar. Hm. Ja, da war ich noch nie. Ist halt ein bisschen weiter auseinander alles. Das ja, klar. LA ist ja auch nicht so klein wie Los Santos. Ja, ist ja, ja eine riesige Stadt, also ohne Auto bist du aufgeschmissen. Ja, und der Curry ist auch schon unterwegs, den Cargo-Bob nochmal organisieren. Und der. Ich gucke. Ja, ist mit dem Helikopter. Wir sind hier mit Helikoptern quasi und diesem Truckside unterwegs. Diesem schönen LKWs vom Militär. Mitten durch. Ja, das Ding ist, ich finde ja ganz ehrlich, die Vielfalt der Autos geht ja online schon krass. Allerdings ist es ja so, dass es im Singleplayer mehr Autos gibt als online, ne? Ja. Es sind schon viele Autos, die es im Multiplayer nicht so gibt. Obwohl, das wird aber auch nachgereicht teilweise. Boah, was für geile Bilder, wie der Helikopter da so über dem LKW geschwebt ist. Naja, und wie gesagt, wir wollen ja die Challenge machen. Eigentlich wollen wir zu dem See düsen und da mit dem Cargo-Bob U-Boot sammeln und rein in die Suppe. Und ich hoffe, das klappt auch. Warum denn nicht? Kriegen wir hin, Ne, das kann nicht sein, dass diese Challenge über 2 Folgen hinwegziehen wird, weil das wird ein ziemlicher Aufwand. Aber wird dafür am Ende umso lustiger. Ne? Ja, und was man ja sagen kann, vor der Küste irgendwo, ich habe da mal so ein Video mit dem Curry gemacht, da gibt es auch so ein Skelett unter Wasser von so einem Seemonster oder von einem, ja, was soll man sagen, Curry, was ist das, Delf? Ja, weiß ich nicht, was es sein soll. Keine Ahnung. Angeblich Nessie. Doch, Ness. Ja, wird immer gesagt. Gibt es da sowas und ich finde es sowieso krass, bei GTA Online gibt es so viele Sachen, die man generell bei GTA 5, die man immer nach und nach noch entdecken kann, obwohl man so viele Spielstunden hat. Oh, wieder so ein Megablitz. Alter, was ist das? Ja, hab ich auch gesehen. Aber es gibt hier unter Wasser überhaupt noch ganz viel. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Luke? Habt ihr die schon gesehen? Ja, warte mal ganz kurz. Der Patrick, der wohnt von mir ganz weit weg. Der Walle ist auch nochmal weiter weg. Und ich, und wir haben alle zeitgleich den gleichen Blitz gerade gesehen. Krass, ne? Das denn? Muss ein krasser Blitz sein. Ich habe keinen gesehen. Ja, ist auf jeden Fall gibt es ja auch noch diese Luke hier, die man aus Lost kennt. Am Meeresgrund, die leuchtet dann irgendwie. Ja, der Benny wohnt direkt bei mir um die Ecke, vielleicht guckst du in die falsche Richtung. Ja, kann sein. Ja, ist heftig auf jeden Fall. In Deutschland ist es ja zurzeit so, kann man ja mal sagen. Aber du wohnst auch ziemlich in meiner Nähe, Dennis. Eigentlich wohnen wir alle im selben Bereich. Wir wohnen jetzt nicht in Berlin, München. Wir wohnen alle in der Kölner Region. Ja, aber das Gewitter ist ja meistens so, dass es ja über eine kleine Region drüber zieht, aber nicht so krass, dass alle es zeitgleich sehen. Ja, das stimmt. Eine große Wolke, uns alle. Ja, und das Ding ist ja, in Deutschland ist es so, also die waren ja in L.A., die haben das ja nicht so mitbekommen, aber zurzeit haben wir ein richtig komisches Wetter, also es ist tagsüber echt immer heiß. Schwül, ne? Meistens. Und dann, ja, und nachts oder nachmittags fängt es dann an, immer zu gewittern und teilweise aber so krass einfach, dass du dann, wenn du zum Beispiel Auto fährst, gar nichts mehr siehst. Ja, das stimmt, das Wetter ist echt mau. Also mittlerweile kenne ich das Wetter hier auch schon. Ja. Ja, und, aber das lobe ich mir, das L.A.-Wetter, du. Ja, natürlich. Oh ja. Immer hat es denn überhaupt einmal da geregnet, als ihr da wart? Ja, einmal. Aber nur ganz bisschen. Ah, krass.
Ja. Ach so, wo du auch da warst, Benni. Ja, genau. Ah, okay. Ja, aber so Gewitter oder so, nix. Wie sieht's denn aus? Cargo-Bob schon in unseren Händen? Nicht. Ist ja noch nicht, nee. Dann kannst du uns ja mit dem Dings zum U-Boot transportieren, mit dem LKW hier, das ist mit bestimmt LKW. Cool. Wir kommen jetzt rüber, wir sind gleich auch am Flughafen, dauert nicht mehr so lange. Boah, man müsste den auch tunen können, das wäre super. Den aber LKW geht, hier, ne? Ja, ja. Oder den Liberator, das wäre noch geiler. Der ist ja wirklich unschlagbar. Haben wir in der vorletzten Folge gesehen. In der letzten haben wir ein bisschen Verstecken gespielt wieder. War ganz lustig. Haben ein paar Sachen ausprobiert. Ups. Oh. Was ist der arme Kerl, ey. Wundert sich auch. Hey, fliegt auf einmal so eine Motorhaube auf mich zu. Das war die Motor... Ach so. Ah. Ey, der sieht so voll geil aus, wie so ein Nashorn. Sieht besser ein bisschen aus, ne? Ja, irgendwie sieht cooler aus. Mit so einem Nashorn mit so Zähnen irgendwie. Guck mal hier, bam. Der nimmt auch gut was mit hier. Ich finde das auch cool, wie die Plane hinten noch so im Wind flattert. Ja, finde ich auch nice. Der ist bei Rot gefahren. Ist dir mal aufgefallen, wie groß der Mond in GTA eigentlich immer ist? Wo ist denn der Mond? Sehe ich gerade gar nichts. Hinter den Hochhäusern. Gucken. Wo guckst GTA, du denn, Curry? Ich glaube in GTA 3 oder so war das, wenn du auf dem Mond, oder GTA 4, wenn du auf den Mond geschossen hast, wurde größer. Mit der Sniper. Ja. Ja, da links, da siehst du ja, aus wie der riesig. Todesstern fast, Alter. Ja. Was hast du denn da? Bist du das Benni da am Flughafen? Ja. Ja, ich hab einen. Ach, du hast einen? Er hat einen. Der Waffel. Aber ist auch krass, wie früh man NLA auf dem Mond sieht. Das stimmt, ja. Ist mir auch aufgefallen. Fand ich auch komisch. So 3 Uhr oder so Mond. Mittags oder was, ey? Ja. Was? Ja. Nachts wäre ein bisschen komisch. Aber auch nicht immer irgendwie, habe ich das Gefühl. Ah, guck mal, da kommt der Cargo-Bob. Yeah! Ja, der Bobby, der Bob-Bob. Curry. Aber ist die Frage jetzt, ob du die rein logisch müsstest ja nicht gehen, dass du eine Plane annehmen kannst, ne? Ach, das kriegen wir hin. Das ist noch so eine Verstrebung eigentlich. Wir kriegen das Ding hoch. Aber trotzdem, das hält eigentlich, glaube ich, nicht. Wir haben die Realität, das ist rein logisch kannst du bei GTA nicht nehmen. Warte, ich fahr drunter. Ihr habt ja auch schon diesen gelben Kipplaster mitgenommen, oder? Ja, ja. Insofern. Da standen wir ja auch noch alle drauf. Hey, der will nicht. Komisch. Warte, schade. Ich komm mal zurück. Kann doch nicht sein. Doch, ja. Wenn das einer hinbekommt, dann Bang. Du. Bang. Ja, Mann. Sehr schön, Currywurst. Ey, der Cargo Bob ist das Beste, was Rockstar Games jemals in GTA eingebaut hat. Ohne Scheiß. Der ist so... Ja, wir haben auch lange keine Scheiße mit dem Cargo Bob gemacht. Muss man auch mal Rang sagen. Rang erhöht. Soldat bin ich jetzt. Na, das ist ja super. Hey. Level 23. Voll zögerlich ist ja super. Wie geil das alles aussieht. Coole Bilder in dieser Folge auf jeden Fall bisher. Ja, ist denn in Los Angeles sind denn auch, wenn man so zum Beispiel, keine Ahnung, wo ihr wart, hat man da auch, sind im Hintergrund auch so Berge und sowas? Weil ich meine, okay, bei Hollywood und so geht's ja auch weiter höher. Ja, die Hills sind, Hollywood Hills sind halt auch Hügel auf jeden Fall. Und es gibt aber auch Berge. Ja, aber auch so eine weg. Kulisse wie die hier? Ja, nee, das ist schon, ja doch, wenn, ganz, ja, wenn man ganz in die Ferne schaut schon. Ja, du fährst ja einmal auch durch die Berge um nach Vegas. Aber das wären ja jetzt die Hollywood Hills da vorne. Das sieht schon ziemlich bergisch aus. Ja. Guck mal, die hast du doch von der einen Seite gut sehen können. Jetzt müssen wir zum Lake ballern, ne? Ja, erstmal zum U-Boot, ne? Zum U-Boot, genau. Erstmal U-Boot. Komm, Benni, Alter. Hast du es schon markiert, oder? Soll ich mal? Können wir uns gleich lösen hier. Oh, das ist aber Schaukel noch ein mal ein bisschen. Oh. Mann, Vorsicht. Hui. Oh. Wow. Alter. Nein. Der Besett und der eine Nein. Ist Der Messe fand ich platt gemacht. Das ist scheiß auf die. Boah. Ja, Sarah, weißt du, ich habe so viel für dich geplant. Nee, ich komme euch holen, keine Sorge. Nee, ich fahre hier mit dem Auto. Hier steht ja, spring rein, komm, ich bin jetzt hier. Komm rein. Wo denn? Da, ich sehe es, ja, ich komme hin. Was macht ihr? Ich komme mich holen. Ja, da ist der Truck wieder hier, der Truck des Todes. Bringen sie rein. Ja, ja, der springen ins Feld. Komm mal rein da in die Kiste. Marines. Und zack, hängen wir wieder. An der Leine vom Currywurst. Sitzt falsch an seinem Bürstchen. Hab letztens übrigens geguckt. Nein! Alter, ich bin was auf dem Dach. Alter, was ist los? Was denn? Irgendwas stimmt nicht. Ich bin auf irgendeinem Dach. Der schlackert voll, was ist hier los? Was? Alter, irgendwas stimmt nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass es los, lass es los. Wer ist denn da unten? Lass los, gleich aus.
Ich bin runtergefallen mit dir, ja. Ist doch gar nicht. Wo bist du denn? Alter, was ist hier los? Da, oh. Los, einfach in die Luft. Ich bin mit dem Fallschirm da runter. Ah, okay. Bring rein, Bezen. Ja, ich. Heidi, kommt hier rein. So ein bisschen, mich gerade nicht gewundert. So wackeln. Ja, ich meine, das ist ja nur eine Plane hier hinten, ne? Da, ich steig jetzt sicher. Er hat keinen Plan davon, keine Plane. Nee, ich bleib hinten nochmal. Ich halte mich jetzt fest. So, ich probiere auszugleichen. Kann ich aber auch nicht. Moment, wirklich. Ich wähle mal einen Fallschirm aus, vielleicht. Inventar. No Tobi, no cry. Gar nicht so leicht, das Ding hier rüber zu kriegen. Fallschirm. Das sind die Wynwood Hills. Oh, ich hab gar keinen. Lustigerweise ist Hollywood ja auch Hollywoodland. Hollywoodland. Wart ihr oben auch bei dem Hollywood-Logo? Mhm. Kann man das leider anfassen? Nicht. Nee, ja, das nicht. Nee, so nah kommst du nicht ran. Also theoretisch ja. Ja. Wenn du die Hügel hochkletterst und so. Ist aber, glaube ich, verboten. Ja, auch eine Auffahrt, denke ich auch. Wie gesagt, ich war ja noch nie in Los Angeles, deswegen kann ich das nicht sagen, weißt du? Dann holen wir noch nach. Ich hoffe. Du wärst ja auch gern gekommen, aber du bist ja in Urlaub gefahren. Ja. Ja, insofern. Und Umzug gibt's und so war da noch so. Ja, das war sehr ungünstig. Leider! Ey, das Parkhaus hier ist auch geil für nochmal für ein Verstecken hier. Casino. Ja. Casino, ja. Übrigens, apropos Casino, tatsächlich wurde in GTA Online, hat jemand die Files durchgeguckt und so weiter, der hat herausgefunden, dass die Casinos alle wirklich auch Inhalt haben, ja, aber die Türen werden durch durchsichtbare Mauer noch versperrt, deswegen heißt es, dass bald Casinos kommen sollen. Oh. Das ist ja geil. Ja. Spielen und so. Oh. Ja, vor allem wäre das eine gute Möglichkeit, um dein Geld aufzustocken, so weißt du, wenn du dann gewinnst. Juri. Mir ist schlecht. Und dann ist aber wieder fragwürdig, wenn du das Geld wirklich umtauschen kannst in Echtgeld, ob das nicht fast schon ein richtiges Glücksspiel ist. Das wäre es jetzt. Ja, okay, ne, nicht umtauschen. Warum soll das geht so ja nicht rücktauschen zurück, nicht. Ja, aber nee. Du kannst ja kaufen. Ja. Dann macht man da Millionen und tauscht das wieder zurück. Das wär's, Alter, wenn du das. Muss man überlegen, dann sitzen da manche den ganzen Tag dran. Und pokern in GTA. So als Job. Ja, in Red Dead Redemption ging das mit dem Pokern ja online, ne? Glaube ich. Stimmt. Echt? Hm? Red Dead Redemption online könnten wir eigentlich auch mal spielen. Ja. Geil, wenn du so mit den Pferden dann durch die Pampa läufst und alles. Ist schon. Das kann man online spielen? Mhm. Ja, im Koop? Sicher. Im Game-Modus auch alles. Praktisch wie GTA 4 mit Free Roam und so, weißt du? Das sollten wir echt mal machen, Jungs. Mit wie vielen Leuten geht das? Mit ganz vielen, 16 oder so. Ja, krass. Ey, was machst du, Curry? Oh ja, danke, nein, ich falle! Scheiße. Hey, Z. Es tut mir leid, ich hab mich gerade nicht festgehalten und deswegen. Sich immer festhalten. Dann spring doch bei den Eichis rein zur Sicherheit vielleicht. Ja, genau. Also wenn die mich reinlassen? Also in Sicherheit. Ja. Der Benny macht das schon. Lass das mal den Benny machen. Der Benny macht das Benny. Gut. Lass das mal den Benny machen. Der Benny macht das gut. Das Benny, was war das denn für ein Land? Wo bleibst du? Ich laufe. Ja, ist schon leicht demoliert hier das Ding. Ich bedanke mich. Ey, das ist in Ordnung. Vielleicht schaffen wir es auch nicht. Wenn ich jetzt noch meinen Tomatensaft bekomme. Gerade eine Granate rausgeflogen? Ja, war ich. Ja, das kann man ja mal machen, ne? Zwischendurch mal so ein Granätchen. Hier, gucken. Nach der Weile, wenn du mal auf Toilette geht und groß machen musst, groß fallen. Ach nee, komm, ich lass es lieber sein. Ah, kommt ganz schnell noch eine. Was? Guck mal, hier sind auch so Werbungen, ey, für solche Wohnwagen und so. Ich finde echt. Guck mal, die NSA hier. Guck mal. Was denn? Ey, warum geht die denn in die Luft? U-Boot, wir kommen. U-Boot, wir kommen dich holen. Albuquerque, ja, wegen Breaking Bad, ne? Genau, weil voll nicht schön sonst. Nee, sonst einfach nur voll die Wüste und so, ne? Ja. Aber trotzdem, was ist da so? Los Polos und alles, was ist da, geht mir schon geil irgendwie. Das hier. Kann mich noch an die Szene von Breaking Bad erinnern, wo der so. Wo fahrt ihr hin? In seinem Haus. In seinem Haus ist das kommt U-Boot? Und dann steht da so an der Wand Heisenberg, Alter. Boah. Wir können schon mal gucken, ob ein U-Boot da ist. Da brauchen ja mehrere dann, oder? Ja, dann müssen wir einen schon mal wegfahren. Ach, da passt immer nur einer rein, stimmt. Hm. Ja, was ist denn eure Top-Lieblingssendung zurzeit? Was? Sendung? Oh, schon wieder so ein Megablitz, Alter. Sendung? Also auch Serien? Ja.
Puh, schwer zu sagen. Ey, ohne Witz, ne, das Gewitter ist noch so weit weg hier gerade, aber ich glaube, wenn also das... Also auf jeden Fall das Let's Play von GTA Online natürlich. Ja, natürlich, klar. Oder The Last of Us oder DayZ oder genau. TTT, also es gibt viele Serien. Ne, aber so Fernsehserien meine ich. Was ist denn eure absolute... Welche Fernsehserie, also Sitcoms habt ihr früher gerne geguckt? Ah, oh, ich habe ewig viele gesehen auch. Also Scrubs wahrscheinlich bei den meisten, oder? Ja, unter anderem. Ja klar, Sitcoms hat man ja jeder irgendwie so alles gesehen. Two Broke Girls habe ich letztens ein bisschen geguckt, fand ich echt witzig. Ja, ist ja. Aber wiederholt sich ab der zweiten Staffel irgendwie, die hat abgebaut, weiß ich nicht. Ja, was ich wirklich mal extrem gerne geguckt habe, ist King of Queens, ey, ohne Scheiß. Ich kann ja jede Folge, das ist kein Scheiß, ich sehe diese Anfangssequenz, machen immer so einen Gag und dann kommt das Intro und dann geht die Folge erst los. Und an dem Gag, was die schon anhaben, kann ich dir sagen, was das für eine Folge ist. Das ist kein Scheiß, Alter. Das ist so heftig bei mir. Boah, das hatte Folgen, ne, dass das so passiert ist. Was denn? King of Queens. Warum? Hm? Warum? Hm? Warum? Sehe ich hier richtig? Was? Warum, weil ich fett bin oder was? Hey, was willst du von mir, Mann? Ja, das war ein blöder Wortwitz, Alter. Das hatte voll... Ach so, oh... Ah, oh, da hier, hier, U-Boot. Soll ich mal rausspringen, schon, oder? Jetzt ist schon zu spät dafür. Moment. Oh, Curry, ey, wenn du so ein... Huri-Guy wärst, ne? Alle würden kotzen, Alter, mit dir. Flieg doch mal ein bisschen... Ich danke für diesen angenehmen Flug. Ja, ey, ne? Beim Benny war schön. Ja, auch, löse uns aus dem Truck denn, heraus. Benny war sehr angenehm gerade. Ich finde, der Curry müsste jetzt noch so eine schöne Pilotenstimme machen, weil er uns so gut rumfliegt. Der Patrick hat sein U-Boot schon. Komm, Curry, los jetzt. Ja. Nee. Wie viele gibt's denn hier nochmal? Ganz viele, ne? Ja, du musst jetzt wegfahren. Fein, ein Stück, ne? Genau. Und dann gehen wir wieder rein, ja. So, Luke zu und... Doch. Luke zu, Affe los. Ey, das ist Klappe. Übrigens, gerade wenn diese Folge rauskommt, war dann schon die Gamescom oder ist sie dann noch? Ich weiß gar nicht, ob die dann nicht schon vorbei ist. Ja, wenn sie vorbei ist oder wenn sie gerade ist, vielen Dank natürlich an euch für eure ganze Unterstützung, wollte ich sowieso mal sagen. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn man so voraus sagt, aber trotzdem einfach, muss man ja auch mal sagen. Landung! Da ist ein U-Boot hier. Oh. Ja, da ist wieder ein U-Boot, ja. Ich will's haben. Nix ja, da! Ich kann nur eins die brennen durch nach Rio! Curry, hier, komm zu mir! Curry. Oh, Benny, das war ja aber. Oh. Ey, wer schießt denn da? Ihr spinnt ja, dann muss ich von voll weit hierher laufen. Scheiße, ich hab dich nicht bekommen. Nein! Der Benny hat. Versucht dir irgendwie zu helfen, aber. Benny, kann man sich eigentlich da draufstellen? Den Benny töten können, aber warte, Benny, du bringst mich um, Benny, warte, du bringst mich um, komm mal hoch, Benny. Alter! Aber schon nach oben. Benny! Ja. Wie schwimmt man denn nochmal nach oben? X oder so? Nee. Hä, mit X? Doch, ich glaube. Tatsache, Benny. Doch. Warte, Benny. Lass mich mal da drauf. Alter, was machst du? Wo bist du? Geht das so? Ich bin doch hier. Warum willst du denn da drauf? Du willst nur da einsteigen. Nein, hau Alter. Ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Boah, das ist so wellig. Wellig. Ich spiele jetzt ein bisschen mit Patrick hier. Was? Komm, wir spielen U-Boot. Tut. Ja, klar. Habt ihr schon mal ein U-Boot, ein richtiges U-Boot in echt gesehen? So ein richtiges U-Boot, also nicht so ein... Nee. Moment, nee, aber war der Plan... Nicht. Der Plan war doch jetzt, die U-Boote auch noch wegzutragen. Ja, das versuche oh Gott. Ich ja gerade. Ich nehme die Straße, glaube ich. Ja, das bekannteste U-Boot ist doch, glaube ich, Alter. in Arizona, warte, ich bleib mal stehen, Curry. Ja, wir müssen jetzt die U-Boote wegtransportieren, das ist halt das Ziel. Also es dauert echt lange, diese Challenge, deswegen wird sich in mehreren Folgen aufteilen. Jetzt werden hier gerade die U-Boote weggetragen, da hinten sieht man es beim Currywurst. Soll ich einfach mal zum Strand fahren? Ich strande einfach mal hier. Ja, das wäre am besten. Ja, stimmt. Ja, doch sehr stürmisch. Dass du da gegen die Wand fährst. Gegen die Wand fahren kann ich gut. Wenn versucht, dass der Currywurst die U-Boote einsackt. Wie viele Leute können denn maximal in so ein U-Boot eigentlich rein? Einer. Nur einer, ne? Einer. Schade. Es gibt auch das Große nicht hier, ne? Ihr müsst auch immer wieder ein Stück weglaufen, damit das U-Boot neu spawnt. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Mit dem Zwei. Mal rüber. Oder? So, ich bin hier auch gestrandet. Lass mich mal in den Cargo-Bob einsteigen, ich flieg mit dir mit. Ja, warte. Gib gerade den Patrick rüber. Benny oder wer auch mal da. Ach, voll die Motorausfälle. Da sitzt er. Ich hab gar kein Radio hier im U-Boot.
gibt's auch mit dem Radio. 1 Live, Stauschau. Ja, warum kann Stauschau man immer gebrauchen? Was hört ihr denn, wenn Radiosender so normal, wenn ihr Radio hört? In NRW 1 Live immer, ne, ist klar. Ja. Und an die Community auch mal interessanter gefragt. Ja, bestimmt Big FM gibt es. Boah, es gibt auch einen geilen. Ihr müsst mal 105,9. Also, wer Hip-Hop-Mucke mag, also ich höre ja ziemlich querfeldein ein, ich höre Rock, Elektro, Hip-Hop. Bin ja da nicht ganz so festgelegt, aber wer Hip-Hop-Mucke mag, 105,9. Ne, Benny, Los Angeles. Ich ja, genau. War cool. Du mich ja hier am Strand Radio. Mickey Ficky heißt der DJ. Mach gute Mickey Mixi. Ficky, Wiggle Wiggle. Ne? Ja, es war ein Danke, Kurt. Danke. Vivid Radio ist, glaube ich, das Beste, was es gibt. Oh, Vivid genau. Radio. Alter, oh, explodiert. Ey, wie ich mich nicht mehr eingerichtet habe, just in case oder Nacho, was war das? Nacho? Curry, ja, wo bleibst du? Stimmt, also ja, weiß ja gar nicht jeder. Wie war das denn? War ja beim Porno. Der Dennis klaut mir jetzt wieder mein U-Boot. Porno-Darsteller, die Radio gemacht haben in Los Angeles. Komme. Habt ihr das U-Boot oder kann ich hier abspringen? Ja, Benny ist gut! Benny, hör auf, bitte! Oh. Die mir auch nervig. Aber weißt du, wie so ein Bahnhofsschläger eine U-Boot. Ja, Alter. Mein U-Boot. Nee, meins. Ich wusste aber so lange, weil die meinte ja entweder Nacho. Was geil. Nacho, was war das denn nochmal? Nicht, dass das U-Boot. Nee. Perfekt abgesprungen. Ja, ich weiß es nicht mehr. So. Okay, ich warte dann mal hier. Ey, der kommt schon wieder. Beeil dich, Curry. Alter, schnell. Das ist wunderschön hier. Och, Dennis, du machst das U-Boot kaputt. Mach dich kaputt. Schnell, ach, Curry. Kann man reingucken. Schnell, Curry. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Nein! Nein. Ich steige gerade aus! Wie dumm! Was? Nein! Benni, du weißt, ne? Wenn du rauskommst, bist du tot. Ich glaube, wir sind irgendwie bei 15 und 20 Minuten. Ah, okay. Komm, Benni! Können wir noch ein bisschen machen? Können wir noch die Abschleppvorgänge hier? Die Abschleppvorgänge? Ja, ist wie im Club. Wenn der Dennis wieder im Gay-Club ist. Benni, was ist dein letztes Wort, Benni? Benni, flüchten bringt nichts. Nee, Spaß. Glaub, dauert dann hier noch ein bisschen. Leute, ich bin tatsächlich oft im Gay-Club, weil ich Business dort, mache. Den Bruder vom Dusty, ich wusste vom Patrick, dass es jetzt wieder gegen mich geht, ja. Weil der ist nämlich der Zuhälter von meiner Mutter wiederum. Meine Mutter ist dann wiederum die Puffmutter. Mhm. Okay. Von der Mutter vom Curry. Klingt simpel, oder? Im Grunde sind wir eigentlich alle verwandt. Also die ganze das ganze Unternehmen heißt übrigens Play Massive GmbH. Und nicht wegen Play, weil wir mit unserem... Wir sind alles Play, Bruder und Schwester. Play Massive, ne, mit TH. Da kommen alle aus dem Hund zurück. Was? Boah, jetzt werden sie mich sicher 3-4 Leute in Dennis hassen, die aus uns bekommen. Weißt du, sorry, aber guck mal, ich werde sowieso von so vielen Leuten schon gehasst. Ja, das stimmt, du brichst. Von mir auch. Und du mobbst ja auch, ohne Ende. Sagt der in der letzten Folge voll den fiesen Rollstuhlwitz gemacht. Ja, das stimmt. Weißt du, hat alle Behinderten genommen, ja? Ja, genau. Und dann total jetzt immer treibt das. Weißt du, eigentlich sagt er, mit dem Unterschied, dass ich sogar ein Jahr mit Behinderten gearbeitet habe. Ja, und dann hast du gemerkt, was das ist. Obwohl, du hast es ja auch. Und wir arbeiten ja bei den Playbests. Ich arbeite seit 6 Jahren mit Behinderten, Alter. Was? Nein, da kann man eigentlich kein Spaß drüber machen, gerade bei Behinderten. Nee, Behinderte. Aber ein Witzchen ist immer erlaubt, das wollen auch Behinderte teilweise. Ich kenne so viele Rollstuhlfahrer, die hätten sich darüber kaputt gelacht. Und wir hätten gesagt, ja, ich will auch nicht immer wie so eine Extrawurst behandelt werden. Nee. Manchmal will ich einfach nur normal behandelt werden. Und das sagen auch viele Behinderte dir. Ich habe ja einige kennengelernt. Curry, holst du mich ab? Kann man da ruhig mal ein Witzchen drüber machen, auch wenn der Humor sparte. Ich finde es aber nicht gut, dass du in Abwesenheit vom Tobi so redest, ne? Hä? Ich finde es nicht gut, dass du in Abwesenheit aber der Tobi auch so, ja genau. Der hat auch einen an der Waffel. Haben wir das nicht alle? Oh, das ist ja noch ein was U-Boot. Was ist denn normal? Wo ist denn die Definition von normal? Benni! Ne, Benni, ich hab deins. Ja, ich hab neues. Ich warte ja auch noch, ne? Das ruckelt gerade extrem hier. Ja, der Benni hat den Sitz schön gewärmt. Benni, hast du gut gemacht. Ja, nee, aber man kann ja mal sagen, schwarzer Humor kann ruhig mal sein, so, weißt du? Also, wer da so verklemmt ist, ey, sorry, aber manche... Ja, der ist doch Rassist, wer keinen schwarzen Humor mag. Weißt du, sagt Goebbels da wieder. Ja, aber guck mal, genau. Sarazza, du bist ein Nazi, der geldgeil ist, ja, und sich über Behinderte lustig mal. Also ich würde dich sofort deabonnieren, weißt du? Ja, genau. Weißt du? Das ist mein Image, was ich so trage. Naja, bei mir ist es einfach nur, Dennis ist scheiße. Ich bin auch sehr glücklich damit. Ja, finde ich gut. Nee, du bist ein dreckiger Hundevergewaltiger, ja? Hundevergewaltiger? Vergewaltiger auch. Weißt du, wie er direkt wieder so... Die Hunde wollten das gar nicht. Die Hunde wollten das nicht, das...
so bestialisch veranlagt. Aber auch, Alter. Und der Dennis auch. Hatte das erste Mal mit dem Esel in Cartagena. Was? In Kolumbien. Kennt ihr nicht, weiß den Bericht von dem Video? Nee. Nein. Wir finden jetzt, weißt du, aber der krasseste ist eigentlich der Benny. Warum? Der war nämlich Zuhälter in Hamburg. Ja? Auf der Reeperbahn. Und hatte eine riesige Schlägerbande, mit dem hat er immer da hat er Leute zusammenschlagen lassen. Ja. Die dem, passt mal lieber auf. Die dem, die neuen Prostituierten dann auch eingesammelt haben und so. Und der Currywurst, ja, der hat immer vergiftete Currywurst in der Ecke bei Dortmund verkauft. Und der PZ, ne, das, weißt du was, bei dem war, das war richtig krass. Der hat sich einfach gegenüber von den Leuten gestellt und sind dann immer tot umgefallen. Ne. Klar. Vor lauter Schrecken so, weißt du? Das, was ist das? Was ist das für eine Kreatur? Und der Patrick dann so... Mein Schatz. Das Gollum-Bild, weißt du? Ja, ja, eben, deswegen sag ich ja. Nee, der Patrick, das hat man mit TTT gesehen. Die Leute denken immer, ich hasse den Patrick. Ist ja auch so, aber... Ja, das denken die jetzt wirklich mittlerweile. Ich meine, ich hasse den Dennis auch, aber... Aber der Paddy Pat ist so, keine Ahnung... Kann ich erklären, aber gehört irgendwie so dazu, so, weißt du? Wir können nicht ohne mit dem, aber... mit auch nicht, danke. Wir können aber auch mit ihm so nicht, weißt du? Und dann mit dem Sarazar genauso. Den haben wir ja nur noch in der Firma, weil... Halt die Fresse, du Wichser. Ja, siehst du? Guck mal, jetzt wird er direkt wieder so aggressiv. Nee, nee, mit dir kenne ich keine... Manchmal genau. Muss man auch mal wissen, wann Schluss ist. Ja. Bam, geil. Ja, danke, Curry. Ich muss sagen, das ist die letzte GTA-Folge, weil auf der Gamescom wurde ich vom Sarazar offiziell verdroschen. Ja, genau, ich habe ihm so die Fresse poliert. Ja, das ist auch noch eine der weiteren Geschichten, die Dennis erzählt mir, alles stimmt. Könnt ihr alle auf meinem Instagram-Account sehen, ich habe noch zum Schluss so ein Selfie gemacht, wo ich so genau. Voll gut überströmt war. Oh, schon zwei U-Boote? Also drei? In der Dusche, nackt. Und auf deiner Stirn stand Sarazar, weil der hat so einen Schlagring, wo Sarazar draufsteht. Ja, auf meiner Stirn stand ein Edding so Schlampe drauf, weiß auch nicht. Ja, das auch. Bitte, das war der Benny. Und auf der mit seinen Zuhälterfreunden. Auf dem Rücken hatte ich so einen Corgi dann tätowiert. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt ja alle im Seechen und jetzt hören wir mal auf, uns hier gegenseitig zu beleidigen, du Arschloch. Ey, sag mal ruhig, ey, du Stuffel. Du Schwabbel. Oh, jetzt ein Döner, ne? Du Schabel. Jetzt ein Döner, nee. Findet ihr eigentlich den Film Findet Nemo? Gut. Ja, klar. Ja? Ist ein süßer Film. Hab ich letztens nochmal geguckt, der lief auch im Fernsehen bei einem. Hast du geweint? Ja. Okay. Ich weine immer bei solchen Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Titanic hast du auch geweint. Ja, Titanic ist aber auch traurig, muss ja schon sagen. Titanic ist tatsächlich traurig, weißt du, ich war mit dem Ball in der 3D-Vorstellung, ne? Ja, aber wir haben Händchen gehalten die ganze Zeit. Ja, das war... Wisst ihr übrigens, warum die untergegangen ist? Und dann haben wir Hasstiraden gesungen über... Aber es gibt keinen Scheiß, das ist jetzt wirklich offiziell wahr, was ich jetzt sage. Auf YouTube gibt es so einen Trailer von Titanic 2, ne? Ja, ja. Und da hat jemand... Das ist kein Scheiß, da hat jemand die Filme von Leonardo DiCaprio genommen, hat die so zusammengeschnitten, so Inception und so. Und dann wird er so mit so einem Eisblock aus dem Atlantik gefischt, Alter. Und ist danach so in Inception so, ne? Ich musste mich so wegschmeißen. Musst du mal unbedingt suchen. Das ist ein super lustiges Video. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben. So, was machen wir jetzt hier mit dem Uwe? Ja, wir machen jetzt hier ein kurzes Päuschen, weil da müssen die Leute nicht warten ewig. Das war jetzt schon ziemlich viel vorbereitet. In der nächsten Folge suchen wir dann endlich das Wrack. Bis dahin. Tschüss. Man kann jetzt zum Abschluss mal dieser Folge sagen, dass man sieht, wie aufwendig so eine Challenge eigentlich ist. Ne? So, wollte ich nochmal gesagt haben. Und ja. Ich habe euch alle lieb. Und den Patrick. Aber sonst, ja. Achtung, ich komme. Aber guck mal, der Benny ist schon so erregt, der kommt jetzt. Bis dahin, tschüss. Ja, liebe Freunde, Benny ist höchst erregt und Dennis will nochmal darauf hinweisen, wie aufwendig so eine Challenge ist. Und genau das haben wir jetzt mal mitgefilmt. Das ist viel Vorbereitung. Natürlich haben wir auch zwischendurch viel Scheiße gebaut. Aber hey, das gehört dazu. Das geht ja online. Da macht man sowas nun mal für die ganzen Leute, die hier rummosern wieder. Freut euch lieber mal hier, dass wir so beschissene Folgen machen. Tschüss.